Jo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gold Rush The Game. Und wir sind natürlich fleißig und schippen weiter, wenn ich meinen Eimer finde. Ach da. Wir wollen ja schließlich Millionäre werden. Ob uns das gelingt, werden wir so noch merken. Ich wüsste aber nicht, warum das nicht gehen sollte. Auch wenn es zurzeit nur aus Schippen besteht. Aber wir haben hier schon wieder 8 Unzen. Und wir haben einen vollen Eimer. Das ist natürlich sehr schön. Und was sagen wir dazu? Nimm den Eimer auf zum Beispiel. Nein, der Eimer ist voll. Und ein Clean Out haben wir gleich auch noch. Ja, fall um. Solange der Eimer voll wird, können wir ruhig umfallen. Und uns die Erträge bringt, nach denen wir uns so sehen. Die Millionen von Unzen. Man kann nicht einen Scheiß erzählen. Kaum zu glauben. Aber so ist es halt. Ich häng fest. Da sind wir schon bei über 90. Vielleicht reichten die 10% vom Diesel beim Wasser noch. Bei der Wasserpumpe. Der Eimer ist mal wieder widerspenstig. Aber der Eimer ist voll. Kann er so widerspenstig sein, wie er will. Voll ist voll. Hoffentlich kriegen wir einen schönen Cleanout. Ich habe noch keinen gehabt mit 4 Unzen. Ich weiß, jetzt werde ich ein bisschen komisch. Ich würde auch zu 5 Unzen nicht Nein sagen, ehrlich. Sollte mal einen Kaffee trinken und mal ordentlich wach werden, dann klappt das vielleicht besser. Ein Eimerli brauchen wir noch. Dann können wir Cleanout machen. Warum? Losfahren in die Stadt, um einzuschmelzen, wird es dann gemacht, wenn die Kosten abgezogen sind. Einmal ist voll. Sag mir das doch. Dankeschön. Dann wären wir jetzt auch soweit. 99. 100. Das Ritual beginnt von vorne. Wasser rein. Dahin platzen. Patsch. Wasser abschalten. Na, willst du mich heute wieder nicht? Doch. Können wir auch tanken. Oh, der Kraftstofftank ist leer. Entsorgen. Nehmen wir uns einen anderen. Der ist voll. Nur den auf. So, dann die Matten wieder rausholen. Und dann hoffen wir, dass wir viel Gold da drin haben. Na,
Och Menno, mach doch. Das war dann die dritte. Die obligatorische vierte. Komm. Das war die Nummer 4. Und schalten wir das Wasser wieder ein. Strom haben wir ja. Den Eimer wieder absetzen. Na, heute ist schlimm. Oder ich bin heute nicht in der Lage dazu. Gib uns viele Unzen. Viele, viele bunte Unzen. Und, was kommt raus? 3,6, das ist mal gar nicht schlecht. Das ist mal eine richtig schöne Hausnummer. Ausschalten. Weiterschippen. Gas geben. Dann schütten wir halt im Nichts, das geht auch. Ich glaube nicht, dass wir vor Zahltag noch ein Clean Out hinkriegen, aber das ist ja halb so wild. Der Eimer ist voll. Und da geht schon wieder los. Die nächste Runde beginnt. Wenn wir ja nichts schaffen, aber das schaffen wir. Nur dranbleiben. Und dann kommen wir auch unserer mobilen Waschanlage immer näher. Gut, der ist auch voll. Na, wir haben gleich schon 23 Uhr. Um 1 Uhr nachts kommt, glaube ich, die Abrechnung. Jetzt schmeißen wir uns wieder in unseren Nobelhobel und fahren in die Stadt. Der Eimer ist voll. Braucht nicht hochspringen. Aufnehmen. Ach, und wir haben schon wieder über 10%. Wer sagt's denn? Es geht doch. Und dieser ist auch voll. Ja, wir müssen hier auf dem kurzen Stück schon ganz schön rennen. Wir haben ja auch mal hier was rausgeschöpft, ist ja nicht zu glauben. Gut.
Dich nehmen wir doch gerne mit, wenn du voll bist. Voll mit Gold, Staub. Und noch ein Schüppchen. Und noch ein Schüppchen. So macht das Spaß. Wenn der Eimer sich mehr schneller voll füllen würde. Aber wir haben wieder einen Ich will nicht voll gehen Eimer. Oh doch. Ich glaube, ich muss öfter meckern. Dann klappt das. Schön stehen bleiben. So, alles schön wegschippen. Voll. Der Eimer ist voll. Urhörnchen in den Baum rennen. Aber die Sache mit der Lichtanlage war eine gute Idee damals. Sonst hätte ich andauernd nachts durchspulen müssen. Weil man das ja auch den Aufnahmen sonst nicht sehen kann, weil es einfach zu dunkel ist. Aber so geht's gut. Kostet zwar eine Menge Sprit, oh, was soll's. Wir haben's ja. Der Eimer ist voll. Und schon wieder über 24%. Das haut doch richtig gut hin. Schön stehen bleiben. Oh, da ist er wieder voll. Auskippen. Und zurückspurten. Bin gespannt, wie viel uns gleich der Claimbesitzer wieder abzieht. Können wir bald Bagger fahren. Und der nächste Eimer ist voll. So. Und ich kippe mich um. Ja, geht eigentlich. Da ist der nächste voll. Der bleibt tatsächlich stehen. Juhu. Dass der Eimer voll werde. Ob das der Sandkasten uns so viel Gold gibt, dass wir hier rauskommen. Der Eimer ist voll.
Nicht umkippen. Da ist er voll. Schön. Jetzt dauert es nicht mehr lange, dann haben wir auch die 1 Uhr erreicht. Dann kommen die fantastischen Abzüge. Aber wir sind wenigstens nicht wieder pleite. Der Eimer ist voll. Auf zum fröhlichen Schöpfschöp. Mir tatsächlich irgendjemand geschrieben, dass es langsam langweilig wird. Kann ich gar nicht verstehen. Natürlich wird das langweilig irgendwann. Aber ich habe ja ein Ziel vor Augen, da will ich ja hin. Kann also langweilig werden, wie ich nur will. Ist ja wie im Leben, wird auch irgendwann alles langweilig. So. Nein, nicht wegwerfen. Lass das. Oh, wir haben schon wieder 50% jetzt, glaube ich. Zwölfeinhalb Unzen. Mal gucken, wie viel davon gleich überbleiben. Der Eimer ist voll. Jetzt sind wir erst bei 50, und da war noch nicht so viel drin. Oh, das ist voll. Das ging schnell. Chanel. Na, es funktioniert wieder nicht. Der Eimer ist auch voll. Gleich macht Pling. Damit. Ach du Heiliger. 3,73 Unzen abgezogen. Na gut. Haben wir noch 8. Und wir haben noch 2000 Dollar. Dieses Mal sind wir nicht in den Miesen. Das hat auch geklappt, der ist randvoll. So, aber bevor wir jetzt in die Stadt fahren,
werden wir die Aufnahme beenden und wir werden nächstes Mal sehen, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht ein Abo, das ist kostenlos. Aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr Bescheid, wenn neue Videos da sind. Ein Daumen nach oben wäre schön und vor allen Dingen bleibt gesund. Tschüss.